Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Part haben wir wieder versucht, gegen Vati zu kämpfen. Und ich wollte euch jetzt etwas zeigen, denn ich bin gerade offscreen unterwegs gewesen. Hab einen größeren Fallköcher geholt. Die Feen aufgefüllt und so weiter. Und ein paar Fragmente vereint. Tut mir leid, dass ich das euch jetzt nicht gezeigt habe, aber ja. Dafür zeige ich euch jetzt das hier. Wie ihr seht, ich habe auch nur 5 Bomben gerade. Ich hoffe, ich kann. Ich glaube, ich gehe aber gleich noch welche kaufen. Ja, ich gehe mir mal lieber welche kaufen. Außer ich finde jetzt hier den Krügen noch mal welche. Ja, da ist die Leere. Ziehen die Leere. Kann man hier noch Fragmente vereinen vielleicht? Ja, hier kann man's. So, Edna. Wie Edna bricht aus. Ja, wir finden. Da gibt's eine Kultur jetzt. So, passt perfekt. Und hier sind auch keine spielenden Kinder mehr. Naja. Ich will nicht nach Hause. Ich liebe Schule. Oh Gott. Wenn die Kinder zu Hause sind, müssen wir auch nach Hause gehen. So. Ich war am Überlegen, ob ich nicht vielleicht eine größere Bombentasche finde, da ich nämlich eine kleine Taktik ausgefunden habe, wie ich die Splitter da ausschalten kann. So, wir holen uns wieder mal Bomben. Ja, jetzt haben wir 30 Bomben. Aber es muss doch irgendwo eine größere Tasche geben. Naja, auf alle Fälle zeige ich euch jetzt, was uns unter der Schule erwartet. So, bumm. Fledermaus. Ja, wir haben jetzt ganz viele Münzen erhalten. Wir müssen noch mal zum Bürgermeister. Hierher. So, rein mit uns. Geh doch mal weg. Schwert aufladen. Und los geht's. Ups. Nochmal. Klappt doch wunderbar. Das ziehen wir hier rüber. Der Link wird schon ganz rot. Und wir erhalten 200 rote Rubine. So. Was sonst noch passiert? Ich glaube nicht. Also, wenn ich wieder was entdecke, was sich noch machen lässt, dann werdet ihr es sehen. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt die große Bombentasche gefunden. Habe jetzt 50 Stück, aber ich weiß, dass es noch irgendwo eine größere gibt.
Naja, auf jeden Fall. Wagen wir es. Rein mit uns. Leute, um das Ganze nicht allzu sehr ziehen zu lassen, sehen wir uns dann gleich bei den Rittern wieder. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, wie ihr seht, ich bin bei Vati angelangt, habe aber extra jetzt einen Speicherpunkt gesetzt. Ja, jetzt lese ich nicht mehr vor, was da steht, und jetzt hoffe ich mal, dass wir es schaffen werden, ihn zu schlagen. So. Das erste ist, glaube ich, das mit dem Schwert. Ich setze jetzt trotzdem nochmal den Speicherpunkt. Spiel speichern. So. Ja. Ich werde euch danach zeigen, was ich jetzt offscreen alles gemacht habe. Ich habe ein paar Schwerttechniken erlernt. Und ein paar Fragmente vereint. Und sowas. Ja. weg da. Das darf uns nicht erwischen. Deswegen. Ja, darf uns nicht erwischen und ich renn rein. Ja, wo bleibt's denn? Nochmal. Mist. Nein. Oh, weg, weg, weg. Nein. Ach, ich fehle schon wieder. Was wäre denn auch mein Let's Play ohne Fails? Mist, ich dachte, die kann man ausschlagen. Naja, ist dem nicht so. Egal. Wir kommen noch einmal herüber. Ach Mist. Nein. Ach Mann. Es leckt schon wieder. Seht ihr? Das klappt doch. Und jetzt kommen neue Augen. Und jetzt kann er sich teleportieren und das hier machen. Oh nein. Und das wieder. Nein, weg. Schnell. So, jetzt noch ein Auge. Und das muss ich noch einmal rüberkommen. Ach, zu spät. Gut. Wir müssen wieder vor dem dunklen Loch-Dings, Kugel-Dings da Fluch fliehen. Und jetzt setzt er die Attacke an. Jetzt können wir einfach. Ah, jetzt beamt er sich aber die ganze Zeit fort. So, jetzt haben wir ihn. Und jetzt kommen nochmal die Augen. Jetzt diesmal müssten sie aber so. Moment, da brauche ich. Da ist ein magischer Krug. Genau. Ach, Mist. So, nein. So, passt gut. Ah, schon wieder erwischt. Verdammt. Naja. So, noch ein Auge. Ah, weg. Nein. Ach, ich laufe auch noch direkt rein. Jetzt müssten wir aber die Strahlenattacke, die ich jetzt erlernt habe, können. Ja.
Und wieder erwischt. Jetzt müsste es noch einmal sein, glaube ich. Ach, ich habe noch Feen. Gut. Ja, beamt dich halt immer direkt in mich rein. Wir müssen die Kugeln absaugen. Und der flieht jetzt vor uns. Ah, weg da, weg da. Mist. So, erstes Auge ist weg. Ah, die schon wieder. Ach Mann. Zweites. Und das dritte. Und das vierte gleich. Ah, weg da, weg da, weg da. Und das vierte. Komm, falsch gedrückt. Ja, wir haben es da jetzt geschafft bei diesem Wartee. So, ich setze nochmal einen Speicherpunkt. Sonst dauert das jetzt ewig. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt. Gut, was sagst du dazu? Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem minzigen Schwert nicht bezwingen. Ja, da brauchen wir jetzt, glaube ich, den. Brauchen wir jetzt Pfeil und Bogen? Falsch. Ah, nee, richtig. Oh oh. Aber zerstört, ja. Oh oh. Hau ab. Und doch mal als Kampf. So. Schnell angreifen. Gut, geschafft. So, blau. Ah, da. Ich hab's. Ah, neue Pfeile. Ja, jetzt müssen wir nur noch auf die Seite rüberkommen. Ohne uns erwischen zu lassen. So. Nummer 2. Nummer 3. Und die Nummer 4. So, aufladen. Boah, es ist unfair. Komm her. So. Runde Nummer 3. Erstes. Zweites. Drittes. Nein. Blau. Wir haben sie. So, nochmal. So, kommt her. Ah, jetzt. Der bewegt sich so bescheuert. Und gleich sind meine Doppelgänger weg. Machen wir es nochmal. Komm ey, wir sind doch stärker als so ein dummer Dämon, der sich was einbildet auf seine Dämonenkraft. Ja, komm nochmal. Nochmal.
Okay, jetzt kommt die letzte Runde. Hoffe ich jedenfalls. So, eins, zwei. Drei? Nein, doch nicht. Nein, bleib weg, bleib weg. Boah, du Arsch. Arsch mit Ohren. Nummer drei. Und Nummer vier. So rum. Ja, komm her. Okay. Und zack, 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 zack. Ja. Okay. Nochmal Speicherpunkt setzen. Auf der 7. Puh. Wir haben es bald geschafft. Das darf nicht wahr sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren. Das ist doch noch nicht vorbei, oder? Es wäre etwas früh. Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Es wäre noch etwas früh. Gut, Link. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes der Vier zurück. Ja, wir haben es geschafft. Die Zelda ist wieder normal. Ist es wirklich schon vorbei? Link, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Link, in meinen Träumen. Oh, es ist romantisch. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen noch rechtzeitig. Ich sag doch, es ist noch nicht vorbei. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Los, lauf! Nanu, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Oh, ich bin platt ohne Ende, aber gut. War alles eingestürzt und die Monster sind auch weg. Ich sag ja, es ist noch nicht vorbei, aber gut. Man glaubt mir ja nichts. Hoffentlich können wir aber wenigstens noch kurz Leben sammeln. Ha. Komm doch mal rein und raus. Ich brauche volle Leben. Und neue Feen, oder? Eine neue Fee. Und nochmal eine Fee. Und Bomben. Ganz viele Bomben und Pfeile. Und alles. Und ich habe 999 Münzen. Ja. So. Jetzt haben wir volle Leben. Jetzt können wir uns gegen Vati stellen zum letzten Mal. Sag doch, ist noch nicht vorbei. mir entkommt die nicht. Ist doch die Kraft des Dämons Vati, der das Force erlangt hat, erfahren. Ach, jetzt muss ich mich als Minish machen, ja. Der ist hässlich. Der wird ja immer hässlicher, je mehr Kraft er saugt. Echt. Und wir brauchen wieder die Pfeile, glaube ich. Doch nicht? Ja, leck mich jetzt am Arsch, ey. Ja, zack. Schnell, flieh. Du bist ein Arsch, weißt du das? Da wollte ich jetzt hin. Blöd, Mann. Spielverderber. Kann ich doch nur aufladen. Ja, und wie muss ich das jetzt machen? Mit dem Wirbelstab vielleicht?
Nein. Bomben? Nein. Ach so, wie... Ach. Wenn du mal aufhören würdest, mich runterzuschmeißen, könnte ich sagen, wie wir das schaffen. Aber nein. Ja, gut, 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 gut. Komm her. Man muss die Arme, glaube ich, angreifen, oder? Nein? Ach komm, schmeiß mich nicht die ganze Zeit runter. Ja, aber wie schaffen wir es dann? Bis ich fertig bin mit Überlegen, hat er mich schon lang fertig gemacht. Auf jeden Fall irgendwas mit den Armen. Was haben wir denn noch? Huh? Nein. Schmeiß mich nicht immer runter, du Sack. Ja, bleib mir jetzt... Du musst mir immer so auf die Pelle rücken, das ist unglaublich. Vielleicht brauchen wir das Schild. Achso, irgendwas damit. Doch nicht. Aber was dann? Ich wüsste sonst nichts. Leute, ich mache hier kurz einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann danach wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Und zwar habe ich jetzt, Tee. Beziehungsweise ich habe gespickelt, ich bin ehrlich. Wir müssen jetzt warten, bis da ein Arm herauskommt. Bis der mir mal nicht mehr auf die Pelle rückt, natürlich. So, wo taucht der Arm auf? Sehr schön. Komm her, Arm. Schnell. Wir müssen uns schnell zu Biddish machen. Und schnell in den Arm rein. Und das Auge, das uns immer anguckt, müssen wir zerstören. Das hier. Und jetzt schnell raus hier. So, und das gleiche beim nächsten Arm auch wieder. Barty ist natürlich nicht glücklich darüber, sieht man ja. So. Warten, bis der Arm auftaucht. Und nochmal. Und rein mit uns. Oh, hier ist es dunkel. Ah! Da, Auge, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Komm her. Raus mit uns. Und zack. Jetzt öffnet sich die hier. Ja. So, gleich hin und... Angreifen, 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 angreifen. Und schnell sein. Und gleich nochmal. Ha! Komm, das schaffen wir noch einmal.
Team. Und nochmal zurückschlagen. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So etwas Dummes. Was ist mit der Kraft des Force? Der dämonischen Kraft. Oh, der explodiert. Schnell, hau ab. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Endlich, 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 endlich. Da ist die Mütze der Wünsche. Und wir sind zurück. Oh, Link, schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Vati besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Oh, der Fluch des Hexenmeisters ist auch bei ihr Zello gebrochen. Ha, wer hätte das gedacht? Nun, da Vati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Ezello. Ich bin der Weise von Tiloria. Ich weiß, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört, doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Hui! Zeigt Zelda die Mütze auf. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun, dein Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Ui. Der Thronsaal. Oh, jetzt ist er wieder so schön wie früher. Der Eingang. Alle Menschen. Ding, 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 ding. Und die Monster verschwinden. Tschüss, Monster. Und auch der Burghof ist wieder wie früher. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze zittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Walls könnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tiloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tiloria, ich weiß. Durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Oh, jetzt muss er gehen. Link, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nicht nur dich, ich muss fast weinen. Nimm bitte dieses Geschenk. Mütze erhalten. Keine sprechende Mütze mehr. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Tschüss, kleiner Minish. Lebe wohl. Oh Gott. Oh Gott. Voll traurig. So, und jetzt kommt der Abspann. Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein kleines Special mit allen Fragmenten und so reinbringen, natürlich. Und werde wahrscheinlich noch so ein Abschluss-Special. Ach, ich immer mit meinem Dialekt. Special. So. Ein Abschluss-Special. Ja, ein Abschlussvideo für meine für die vielen schönen Momente bei Zelda machen. Und werde dann auch noch vielleicht die ein oder anderen Fragmente zeigen. Schade, dass ich euch einige jetzt nicht zeigen konnte, die ich jetzt offscreen gemacht habe und einige Schwertechniken.
Aber das hätte einfach zu lang gedauert. Aber ihr habt ja gesehen, die schöne Wirbelattacke bei den... Nee, bei den Rittern habt ihr sie nicht gesehen. Ich hätte den Kampf aufnehmen sollen. Egal. Also bei den Rittern habe ich auch die Wirbelattacke eingesetzt, die große, und zack, 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 waren sie alle kaputt. Ging viel schneller. Ja. Das ist Ezzello. das Bild ist schick. Ja, das war ein richtig schönes Projekt. Hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber es hat schon lang genug gedauert, finde ich. Jetzt danach wird wahrscheinlich Kingdom Hearts kommen. Sollte das nicht klappen, werdet ihr ein anderes Projekt sehen, wahrscheinlich Scratches oder sowas. Werden wir noch sehen, ne? Ein Minish mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Ja, ich werde auf jeden Fall, es wird noch von Zelda was kommen. So als kleines Abschlussding dann. Aber das kommt dann als gesonderter Part. Und das nehme ich heute, glaube ich, nicht mehr auf. Ja. Das erste Projekt, das ich jetzt abgeschlossen habe. Ja, eigentlich voll der schöne Gedanke. Na, jetzt können wir endlich was Neues beginnen. Was Neues mit meinem neuen Mikro. Yay. Das Vati. Ich finde eigentlich, Vati sieht richtig cool aus. Schade, dass die Coolen immer, also die Bösen immer die Coolen sind und so cool aussehen und trotzdem immer blöd sind. Also böse und dann immer sterben. Voll die Verschwendung. Ezzello schreit Link an. Ach ja. Ihr könnt mir auch anschreiben, wenn ihr das Projekt verfolgt habt, wie ihr das fandet. Und ja. Also schreibt es einfach in die Kommentare, bla. Unser erster Gegner. Wahrscheinlich sieht man sowieso jetzt bei dem wieder mein Mauszeiger. Ah, das sind alle vier Schwerter. Hiermit endet das erste Abenteuer von Link. Doch was wird die Zukunft Link, Zelda und den Hylianern noch bringen? So geht die Geschichte weiter. Solange die Kraft des Forces will. Schönes Bild. Link und Ezzello. All rights including the copyrights, bla bla. Oh, ja. Nintendo, ja. Wir speichern mal. Und ich verabschiede mich nun mal. Tschüss.